Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline. Naja, Nemesis, du musst schon laufen. So, wir probieren es jetzt nochmal mit Nemesis. Ich hoffe doch, dass ich das diesmal schaffe. Hoi! Eine sehr starke Palette gerastet. Die hat ganz arge Verbindungsprobleme. Und die spielt erst seit kurzem. Das schon war schon. Aber ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich spekuliert. Hin. Ach, na gut, dann nehme ich dich. Egal. Willst du denn hin? Auch so. Stört mich doch überhaupt nicht. Los geht's. Oh, die ist doch. Ja, die fängt erst an mit Spielen, weil sonst wäre es nicht so einfach gewesen gerade, dass der Zombie die erwischt. Ah, das tut mir dann schon ein bisschen leid. Aber. Nicht weh. So, hier seid's alle. Aber warte, ich muss die Heilung aufhalten. Ich glaube, die fängt auch gerade das an. Oh, das war gut. Oder? Aber jetzt. Ich hoffe, ich schaff's. Ich hoffe einfach, ich schaff's. Das ist doch nicht dein Ernst. Das hat doch vorhin schon. Wieso machst denn du das nochmal? So, Zombie, wo ist er? Hier nicht. Was ist denn der Zombie? Wenn's der Polka oder was? Dann geh weg. Okay, ich seh dich. So.
hinten irgendwo. Okay, ich sehe sie. Ich wollte gerade sagen, mein Tentakel ist lecker. Aber eigentlich wollte... Also, das ist der Grund. Ich wollte auch gerade sagen, mein Schwänzel ist länger. Ist doch gar kein Schwanz. Ist ein Tentakel. So. Jetzt brauche ich die anderen beiden noch. Das hätte ja klappen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt noch 4 Gens durchjagen. Aber das könnte natürlich möglich sein. Oh, schon wieder ein Zombie, der Polka tanzt. Zombie ist verwirrt. Schade. Also ich schreibe mir gute Karten zu, dass ich wenigstens einen noch kriege. Also doch hier. Und leise. Doch, ich brauch dich. Ich brauch noch einen Kill. Und du kommst mir gerade gelegen. Ach ja, stimmt ja. Die Haken spawnen ja wieder. Stimmt ja. Schade. Ja, ich lasse mir jetzt Zeit mit der Jagd. Oh, schade. Und ein bisschen üben. Mit Treffsicherheit und so, ne? Naja, also wenn du mir so in die Arme rennst, Mädchen. So. Eigentlich brauche ich noch eine... Klüfe! Wo könnte denn meine Klüfe sein? Hier unten. Ja, ich lasse jetzt erstmal retten. Ich bin jetzt mal so riskant. Moin, hier unten nicht. Schade. Zombie dort. Ah.
Hier ist meine Glühwe. Wenn man jetzt nicht, die hat sich schon wieder hier versteckt. Und nicht mal wirklich im Schrank? Moin. Moin. Na, wo bist du? Hier hinten ist irgendjemand. Alle beide! Mir ist egal, wen ich nehme. Ich möchte das jetzt bitte schaffen. Oh, daneben. Vorsicht, Zombie. So, jetzt suchen wir mal nach Luke. Wenn sie rauskommt, kommt sie raus. Da bin ich doch völlig... Schild. Was? Was? Hat die sich jetzt wirklich, nachdem sie gestorben ist, ausgelockt? Luke zu. Hier ist er doch schon. Wollen wir noch ein bisschen Spaß haben? Wo ist er denn? Versagt und heute in ganzer Linie gewonnen. Geh weg. Mensch. Aber das lag wirklich daran, dass es zwei Spielerinnen waren oder Spieler waren, die gerade mit dem Spiel erst angefangen haben. Man hat es einfach gesehen, gerade die Nia, wie die agiert hat. Wer tut sich impfen und lässt sich vom Zombie vorher schlagen? Oder wer will sich impfen und lässt sich vom Zombie schlagen? Das macht keinen Spieler, der wirklich schon in der Weile dabei ist. Kam mir natürlich gelegen, sehr gelegen. Damit habe ich die Challenge bei Nemesis mit 2 bestanden. Und 2 Pips gemacht, na wow. Aber es war gemein. Es war wirklich echt gemein. Was will man machen, ne? So, dann zeig mal her. Naja, klar, guck dir das an. Und fängt genauso. Zumindest hat sie mit Feng gerade erst angefangen. Also wenn sie das auf Stufe 3 hat, dunkle Wahrnehmung, das? Naja. Es könnte sein, dass sie mit Feng gerade erst angefangen hat. Aber wirklich, die Nia war leider in die Mac. Also ich verstehe es nicht, die hat sich jetzt ausgelockt und kassiert 5 Minuten Strafe. Anstatt einfach dann auf Fortfahren zu gehen und das war's. Und raus. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ihr Lieben, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag
Und ich freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight Killerline. Bis dahin. Ciao.